Okay. Hier im Zelt decken wir nichts auf. Also ein Kletterhaken würde dann hier abgelegt werden. Wie viel Gold habe ich denn so? Also Kupferpanz. Hm. Mal gucken, was ein Kletterhaken kostet. Außer wir finden einen in der Bärenhöhle. Mal gucken, was finden wir in dieser Bärenhöhle? Einen Bären. I shall be discreet. Nur einen Bären? Ja, einen Bären. Yes? Curses! Ein Bär, der verdammt gut reinhauen kann. Okay, er ist niedergeschlagen, was gut ist. I'm here. I'm here. So. Bärenfell. Mäuse kriechen durch Augenhöhlen und über Oberschenkelknochen. So, und da ist unsere Vision. Verirrter Geist, in der muffigen Höhengruft scheint eine Gestalt zu schweben. Ihre Form und Züge verschwimmen und winden sich in kaskadierenden Wellen der Weißglut. Du spürst, wie ihre Energie um deine Gliesmaße strudelt und sie mit einem starken Frostgefühl erfüllt. Hand ausstrecken. Du streckst deine Hand nach dem Geist aus. Im Moment des Kontakts fühlst du dich so, als hättest du einen Schlag erhalten. Du taumelst mit schwindeligem Kopf hilflos in die lauernde Finsternis hinein. Am Ende deines Sichtfelds kommt Licht auf. Du spürst die Sonne im Rücken und das Gewicht eines Bogens in deiner Hand. Dir wird plötzlich bewusst, dass du den langen Weg aus dem Tal gekommen bist, um Hirsche zu jagen. Jetzt stehst du vor einer Höhle und die Finsternis erstreckt sich weit in sie hinein. Trotzdem geht dein Freund vor dir, forscht nach vorne und sein roter Umhang schlenkert um seine Fersen. Du folgst ihm mit hämmerndem Herzen in der Brust tiefer in die Höhle hinein. Etwas brüllt dort wie ein Donner und das Echo dieses Gebürses überall um dich herum. Die Angst packt dich und taumelnd fließt du in Richtung des Lichts auf den Ausgang zu. Du siehst Metall glänzen und hinter deinem Knie brandet urplötzlich stechender Schmerz auf. Du schreist, taumelst und fällst. Deine Gedanken sind völliges Chaos und werden vom Schmerz durchstochen. In einem Moment schrecklicher Klarheit aber siehst du, wie dein Freund vom Höhlenrand zu dir zurückschaut. Sein Dolch ist wie sein Umhang auch blutrot gefärbt. Und dann schiebt sich diese riesige, dunkle Form über dich, gefolgt von noch mehr Schmerz. Die Vision schwindet und du wirst mit einem scheinbar ärgerlichen Wucht wieder in dein eigenes Selbst zurückgeworfen. Die Leiche liegt zu deinen Füßen und der Geist verweilt immer noch. Im Energiebogen zwischen euch beiden spürst du ein gewisses Fragen, Verwirrung, Wut. Ich traf ihn unterwegs, deinen Freund. Urplötzlich strömt vom Geist eine Art peitschender Wut aus. Zorn und Trauer scheinen wie Rauch aus der glänzenden Gestalt zu strömen. Ich werde ihn finden und dafür sorgen, dass er für das, was er dir angetan hat, büßen muss. Ein Moment lang scheint der Geist hell zu brennen und dein Kopf erfüllt sich mit widerlichem Triumph. Der Geist scheint durch die Kraft seines eigenen Jubels schwächer zu werden. Er wird immer schwächer und schwächer, bis du abermals in der Höhle alleine bist. Ja. Oh, ein Zweihänder. Zweihänder ist eher Palyginas Waffe. Ich bleibe irgendwie bei Schwert und Schild. So, jetzt mal gucken, ob wir das Zelt durchsuchen können. Weil ich weiß, in dem Zelt war eine Nachricht. Ja, jetzt ist das Zelt durchsuchbar. Mein lieber Nonton, bitte sieh dich vor. Sei dir sicher, was auch immer passiert. Ich liebe dich noch immer. Hm.
Gut, das heißt zurück nach Goldtal. Und jetzt werde ich mal den Goldtal alles abklappern. Das geht ja zum Glück recht schnell. Also bis auf den Tempel. Mal gucken, wie machen wir das am besten. Erstmal hier oben. Also erstmal können wir noch mit ihm hier nochmal reden wegen unserer Unterkunft. Aber das hat sich, glaube ich, erledigt. Also dann erst hier oben, dann gehen wir hier unten lang. Machen den Teil hier, kommen hier lang und kommen wieder nach unten. Ja, in letzter Zeit fühlt sich ja, als wären wir Banditen auf den Straßen unterwegs. Der arme Aufra sorgt sich um ihr Kind. Ich kann es nicht, ihr nicht verdenken. Und ja, ob ich die Jungs hier vorlesen soll, das warte ich noch auf die Kommentare dazu. Da können wir ja mal eine ein oder zwei Folgen Goldtal abklappern. Und alle vorlesen. Hi Katze. Dieses abgenutzte eselohrige Buch trägt den Titel Reisen auf dem Zeltglabmeer. Darin befindet sich eine radierte Abbildung eines riesigen Leviathans mit Flossen. Eine Dirnwaldfrau steht vor ihrem Herd und summt eine Melodie vor sich hin. Oder vielleicht auch ihrem ungeborenen Kind, denn sie ist eindeutig schwanger. Als du eintrittst, sieht sie dir leicht den Kopf zu. Welcome. Naja. Letztendlich begann ich zu denken, dass, als die Frau sich zu dir umdreht und sieht und dich sieht, klingt sie überrascht. Oh, Entschuldigung, aber ich habe jemand anderen erwartet. Sie lächelt dich vorsichtig an. Kann ich dir helfen? Ja, schöne Katze. Aufra lächelt strahlend. Oh, danke, sie ist wirklich ein Schatz. Außerdem hält sie die Mäuse aus dem Haus fern. Ich bin gerade in Goldtal eingetroffen und wollte mich mal den Einheimischen vorstellen. Warst du mit einer Karawane unterwegs? Sie sieht dich hoffnungslos an. Vielleicht zufällig mit der von Meister Odima? Du kennst Odima? Naja, ich würde sagen, auch nicht mehr als die meisten anderen hier. Normalerweise kommt er nicht hier entlang, aber man sagt, er sei ein zuverlässiger alter Kerl. Sie hält ihn und runzelt die Stirn. Moment mal, warum sprichst du in der Vergangenheit? Es tut mir leid, aber die Karawane wurde angegriffen und nur ich habe überlebt. Aufhall legt sich mit erschrockenen, aufgerissenen Augen eine Hand vor den Mund. Einige Augenblicke lang bringt sie nicht mehr zustande als ein ersticktes, wortloses Luftschnappen, während Tränen in ihren Augen schimmern. Ich wusste es. Ich hatte ihr gesagt, dass es gefährlich sei, diesen Weg einzuschlagen. Kalisha war immer so sicher, dass sie es mit jeder Gefahr aufnehmen könnte. Aufra schlief. Oh, meine arme Schwester, es tut mir leid, Fremder, aber ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr lebt. Wenn ich sie nur nicht hierher gerufen hätte, wenn ich ihr nicht geschrieben hätte, dann wären sie vielleicht irgendwo noch am Leben. Aufras Gesicht fällt förmlich zusammen und eine einsame Träne rinnt ihre Wange herunter. Warum hast du nach Kalisha gerufen? Kalisha erwähnte, dass du vielleicht Hilfe benötigen würdest. Vielleicht kann ich dir etwas unter die Arme greifen. Aufra schaut überrascht zu dir auf, bevor sie sich die Nase mit einem Ärmel betupft. Das ist ein nettes Angebot, aber ich weiß nicht, ob ich dir das aufbürden konnte. Es ist ein geringer Gefallen. Aufra wischt sich die Tränen vor den Augen. Ich kann mir die Sorge um das Baby wegen des Vermächtnisses... Ich mache mir Sorgen um das Baby wegen des Vermächtnisses. Ich erzählte Kalisha so viel ich konnte, aber ich weiß nur, dass in Goldtal schon seit langer Zeit nur sinnlose Kinder geboren wurden. Leer. Es ist so vielen Müttern wie der Fahrt und Fürst Redrick, der das ein Zeichen der Ungunst der Götter nennt, hat sie alles ins Exil geschickt. Sie zieht die Nase hoch. Da mein Herrton nun fort ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Verlöre ich auch mein Heim. Ich hoffte, Kalisha könnte mir helfen. Die Leute sagen, Ranga, die alte Hebamme, würde einen Weg kennen, um Hohlgeburten zu vermeiden. Vor zwei Jahreszeiten aber ist sie dem Süden nach Anslocks Kompass gezogen. Die Reise dorthin ist für mich zu weit. In meinem jetzigen Zustand kann ich sie nicht auf mich nehmen. Aber da Kalisha jetzt nicht mehr unter uns ist, habe ich niemanden mehr. Weitere Tränen
laufen ihr Gesicht hinunter. Bitte, könntest du mir helfen? Ich werde Ranga für dich finden. Nun, wenn ich dich nicht dorthin hinführen kann, so muss ich dir zumindest dieses Heilmittel bringen. Das ist aber ein weiter Weg. Was ist für mich dabei drin? Sollte ich jemals in diese Richtung ziehen, werde ich darüber nachdenken. Mit Medienfähigkeiten habe ich nichts am Hut. Kümmere dich selbst darum. Ja, ich bringe dir das Heilmittel. Afan blinzelt mit weit aufgerissenen Augen. Tatsächlich, oh, die Götter mögen dich segnen. Hier, mit diesen Münzen kannst du sie bezahlen. Damit musst du dich nicht belasten. Ich glaube, es ist ein Getränk, das hier aus... Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte nicht, aber nicht allzu schwer zu transportieren sein. Die Lagune im Süden nennen wir Anslocks Kompass. Um dorthin zu gelangen, musst du die Wildnis durchqueren. Genau das hält mich auch davon ab, es selbst zu probieren. Sie klatscht ihre Hände zusammen. Danke nochmal, ich meine es ernst. Du wirst uns beide retten. Sie legt sich eine Hand auf ihren Bauch und lächelt durch ihre Tränen. Flehende Mutter. Oh, Fragmente eines zertrümmernden Glaubens und Rache aus dem Grab haben wir ja jetzt auch gekriegt. Während ich die Wildnis des Zahnholzes erkundete, fand ich eine kleine Höhle, in der ein stattlicher Bär lebte. In dieser Höhle fand ich eine teilweise gefressene Leiche und einen Geist, der mir über eine Art Magie die letzten Momente im Leben eines Mannes vermittelte. Im Talus fand ich einen seltsamen Jäger, der mir berichtete, sein Freund sei von einem großen Bären in der Gegend gefressen worden. Nachdem ich die Umgebung erkundet hatte, fand ich die Höhle mitsamt den Bären und Perils Überresten. Ich erlebte eine Vision von Perils letztem Augenblick, die mir eine weitaus niederträchtigere Wahrheit offenbarte. Sein Freund Nonton liebte ihn, als er versuchte, dem Bär zu entkommen. Welche Gründe Nonton dafür hatte, ist unklar. Vielleicht kann ich mehr Antworten bekommen, indem ich den Mann direkt konfrontiere. Nonton lebt im nahegelegenen Dorf Goldtal. Fragmente eines zertrümmerten Glaubens. Edda hat zugestimmt, mit mir zu reisen. Er schien einige Fragen zu haben, von denen er meinte, ein Wächter könnte sie vielleicht beantworten. Nachdem ich Edda erzählte, dass ich unterwegs nach Khet Nuah sei, um dort den riesigen Fürsten aufzusuchen, einen anderen Wächter namens Meerwald, erwiderte, dass er auch Meerwald gerne einige Fragen stellen würde. Also einige Dinge fragen würde. Das Flehen einer Mutter. Auf Geheiß des Fürsten von Goldtal werden alle Mütter mit hohlgeborenen Kindern aus dem Dorf verstoßen. Aufra befürchtet, dass ich schon bald zu diesen Frauen gehören könnte. In Goldtal traf ich Aufra, Kalisas Schwester. Aufra erwartet ein Kind und macht sich Sorgen, dass sie auch ein Hohlgeborenes zur Welt bringen könnte, wie es schon viele unglückliche Frauen vor ihr erlitten haben. Sie bat mich, in den Süden zu Anslocks Kompass zu reisen. Anslocks Kompass. Dort soll ich die Amauerheilerin Ranga aufsuchen, von der gesagt wird, sie kenne einen Weg, die Seele von Aufras Kind zu erhalten. Gut, dann mal wieder raus hier. Dummdi-dumm. Ich weiß nicht, kann ich irgendwo die Zoom-Stufe einstellen? Beute, Entwicklerkommentar, nö, Grafik vielleicht? Zeige auf Entfernte. Farbenblind, fester HUD-Hintergrund. Gewaltdarstellung, alles. Nee. Ich muss also immer rauszoomen. I have received confirmation that Lord Radric's heir was not born well. My lord has issued an injunction on all new homesteads until he can be assured that the village has been cleansed of all Aethasians and whatever other undesirables that have brought this curse upon his lands. Mir wurde bestätigt, dass Redricks Erbe nicht gesund geboren wurde. Mein Fürst hat einen Unterlassungsbefehl auf alle neuen Heimstätten erteilt, bis er sicher sein kann, dass das Dorf von Aethasianern und allen sonstigen Unerwünschten gesäubert wurde, die diesen Fluch über seine Lande gebracht haben. It would be best if you left town as soon as possible. I would suggest returning to your old home. There will be no place for you here. You may stay at the inn until you can make the necessary arrangements, but I would not advise remaining long. I expect Lord Radric will be most thorough in his efforts to purify this place. Es wäre das Beste für dich, wenn du das Dorf so schnell wie möglich verlassen würdest. Ich würde dir vorschlagen, in dein altes Zuhause zurückzukehren, denn hier würde es für dich keinen Platz geben.
Bis du die notwendigen Vorbereitungen getroffen hast, kannst du in der Schenke wohnen. Ich würde dir aber davon abraten, noch lange zu bleiben, denn ich erwarte, dass Fürst Redrick bei seinen Bemühungen zur Reinigung dieses Ortes äußerst gründlich vorgehen wird. Das ist ja unerhört, ich habe eine weite Reise hinter mir. Du solltest ja kein Problem damit haben, weiterzureisen. Du solltest mir glauben, wenn ich sage, dass es das Beste für dich wäre, nicht mehr hier zu sein, wenn Fürst Redricks Männer aus seiner Festung hierher kommen. Sie werden nach ihm Ausschau halten, der das Vermächtnis über sie gebracht haben könnte. Wessen reine Gegenwart den Leib seiner Ehefrau vergiftet haben könnte. Sie werden sämtliche Möglichkeiten auslöschen.